Tag für Tag verbraucht jeder von uns durchschnittlich 180 Liter Trinkwasser. Das kostet uns rund 30 Rappen. Die Arasana-Ahrtal sorgt dafür, dass aus dem verbrauchten Wasser, dem Abwasser, wieder sauberes Wasser wird. Der entfernteste Punkt, von welchem Abwasser in die Arasana-Ahrtal in Alpnach gelangt, befindet sich in Lungern, unterhalb des Brünigpasses. Der Hauptsammelkanal befördert das Abwasser aus Lungern, Giswil, Sachseln, Sarnen, Kerns und Alpnach in die Arasana-Ahrtal. Der gesamte Hauptsammelkanal ist 32 Kilometer lang. Aufgrund der geografischen Begebenheiten muss das Abwasser teilweise mittels Pumpwerken weitergepumpt werden. In unserem Einzugsgebiet wohnen immer mehr Menschen. Deshalb bauen wir die Arasana-Ahrtal aus und setzen auf neueste Technologie. Als erste SBR-Anlage der Schweiz verwenden wir das Nereda-Verfahren. Damit können wir künftig das Abwasser von bis zu 65.000 Einwohnern reinigen. Industrielle, aber auch private Abwässer sind durch viele verschiedene Schadstoffe belastet. Mit unserem dreistufigen Reinigungsprozess in 7 Schritten machen wir das Wasser wieder so sauber, dass es zurück in den natürlichen Kreislauf darf. Sobald das Abwasser in der Ara ankommt, wird es über 4 Schneckenpumpen in die mechanische Reinigung befördert. Dort befreien Rechen das Wasser von groben Stoffen. Leider bleiben immer wieder Textilien, Plastik oder Hygieneartikel hängen, die eigentlich gar nicht ins Abwasser gehören. Sie werden ausgewaschen, in einem Container gesammelt und in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt. Bei starkem Regen wird ein Teil des Abwassers im Regenbecken zwischengelagert. Dadurch wird die Anlage entlastet. Das von Grobstoffen befreite Abwasser gelangt nun in das belüftete Sandfangbecken. Druckluft versetzt das Wasser in eine Walzenbewegung, sodass sich Kies und Sand absetzen. Eine Förderschnecke transportiert das Kies-Sand-Gemisch zu einem Absetztrichter. Dort wird es zur Sandwaschanlage weitergepumpt. Hier werden alle organischen Stoffe ausgewaschen. Jetzt kann das gereinigte Kies-Sand-Gemisch im Tiefbau wiederverwendet werden. Die letzte mechanische Reinigung geschieht in den beiden Fuhrklärbecken. Durch die reduzierte Fließgeschwindigkeit setzen sich die restlichen ungelösten organischen Stoffe auf dem Grund ab. Der so gewonnene Frischschlamm gelangt anschließend in die Faultürme. Dort wandeln ihn Mikroorganismen in Biogas um. Aus dem Biogas wiederum entstehen Strom und Wärme, erzeugt durch das Blockheizkraftwerk des Militärflugplatzes Alpnach. Der ausgefaulte und entwässerte Schlamm wird der Klärschlammverbrennung zugeführt. Das mechanisch vorgereinigte Abwasser fließt nun in die 3 SBR-Reaktoren. Dort passiert Folgendes. Mit Belüftungsstößen wird Sauerstoff in das SBR-Becken gepresst. Der ganze Inhalt wird durchmischt. Milliarden von Kleinstlebewesen kümmern sich um die verbliebenen Verunreinigungen. Mit der Aufnahme der Nährstoffe wachsen die Mikroorganismen an und vermehren sich. Nach dem Belüften setzt sich der Schlamm im Bodenbereich ab. Der überflüssige Schlamm wird abgezogen und gelangt ebenfalls zur Vergärung in den Faulturm. Der SBR-Behälter wird mit Abwasser aus dem Vorlagebecken von unten her befüllt. Das Klarwasser wird nach oben verdrängt und gelangt durch den Auslaufkanal unterirdisch in den Alpnacher See. Im Endausbau fließen jede Sekunde bis maximal 520 Liter gereinigtes Abwasser aus der Ara in den See.
Über 1,8 Millionen Liter pro Stunde gelangen so zurück in den natürlichen Kreislauf. Rund um die Uhr achten wir darauf, dass dieses Wasser den hohen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Voraussichtlich ab 2020 wird die Ara mit einer topmodernen Filtrationsanlage erweitert. Dann können Mikroverunreinigungen, verursacht etwa durch Medikamente, ebenfalls beseitigt werden. Tragen auch Sie dazu bei, dass unser Wasser sauber bleibt. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie keine Abfälle ins Abwasser werfen. Abfälle sind Feststoffe wie Textilien, Windeln, Binden, Tierhaare oder Katzenstreu, Speiseresten und Küchenabfälle, Gifte wie Chemikalien, Medikamente, Farben und alle Arten von Säuren, alle Arten von Ölen, Lösungsmitteln und Verdünnern. Ein Liter Mineralöl macht 1 Million Liter Wasser unbrauchbar. Ara Sahneartal. Die Anlage für optimal gereinigtes Abwasser.